Erstes morgens, wenn wir aufstehen, mit Kaffeewasser aufgesetzt. Der Kaffee vorbereitet. On the graves, in the cracks of a thousand leaves, somewhere in between, our past and our future rolling over, all the dividing things, are you still listening? Want to be heard by you? Slow fall into the Indian Sea, where the cold and the hot meet, and the powers that be. Ja, das Haus ist ja von außen nicht gedämmt, sind lediglich die Balken. Die haben hier so 10 bis 15 cm Stärke und wir werden das Haus auch nicht von außen dämmen. Die Balken sind jetzt nicht so stark oder die Stämme, aber es ist halt ausreichend und das Einzige, was wir hier gedämmt haben, sind die Decken. Da ist eine Dämmung von 190 mm Stärke drin und in der Küche der Fußboden hat 170 mm Dämmung bekommen, weil wir den rausreißen mussten. Der war ja komplett feucht und im Wohnzimmer selber ist die Dämmung quasi nur aus Holz. Da liegen zweimal Holzfußboden aufeinander. Die sind übrigens quer miteinander vernagelt oder verschraubt. Dann ist das Knatschen bei den Böden hier in Schweden weg. Und dort haben wir eine Stärke von ungefähr 6 cm mit einer Windschutzfolie dazwischen. Und im Moment sieht es so aus, als wenn das reicht. Ja, letztes Jahr, als wir im Winter hier waren, hatten wir teilweise bis minus 25 Grad. Es geht auch noch kälter. Vor 3 oder vor 4 Jahren waren auch mal minus 30 Grad und zwar über einen Zeitraum von 4 Wochen. Wir haben, wenn wir den Ofen nachts ausgehen lassen, morgens ungefähr eine Raumtemperatur von 10 Grad. Wenn wir morgens den Ofen angemacht haben und es langsam wärmer wird, dann haben wir hier an unseren Fenstern Thermovorhänge installiert. Die helfen schon gut bei den Temperaturen. Der Ofen ist jetzt eine Stunde an und jetzt haben wir 20 Grad.
Wir wollten euch ja nochmal zeigen, wie wir uns für den Winter vorbereiten. Wie man im Hintergrund sieht, ist der erste Schnee und der Frost da. Und jetzt wird es Zeit, dass wir unsere Vorbereitungen für den Winter treffen. Ja, eins von den wichtigsten Werkzeugen hier im Winter ist, dass die Kettensäge gut funktioniert. Und ich werde jetzt noch die Kette tauschen. Das ist bei Husqvarna, muss man auf eine Kleinigkeit ab. Zwar muss man immer sicherstellen, dass die Bremse los ist, sonst geht der Deckel hinterher ganz schlecht wieder drauf. Ja, dann prüfe ich noch Benzin. Ist voll. Und das Kettenöl, dass die Säge so quasi sofort einsatzbereit ist, falls wir sie brauchen sollten. Kettenöl ist auch voll. Dann haben wir immer einen 5 Liter Kanister Kettenöl da. Die Behälter für die 1:50 Mischung und 5 Liter komplett vorbereitet. Bei der Husqvarna ist das so, wir haben immer eine 50er Führungsschiene drauf. Meistens, wenn hier Bäume fallen, dann sind es größere. Eine 38er haben wir auch noch, aber ich denke, zu 90% ist die 50er Führungsschiene drauf. Ja, nach der Motorsäge wird die Schneefräse noch überprüft und das machen wir jetzt als nächstes. Abbummeln. Ja, bei der Schneefräse ist das so, der Riemen ist neu, den habe ich letztes Jahr gewechselt. Die Riemenspannung passt auch, also ganz normal die üblichen Dinge. Einmal gucken, ist genug Benzin drin, wenn nicht, Benzin auffüllen. Alle Geräte, der Tank ist voll, das Öl kontrollieren. Muss ich mal gerade die Lappen holen.
Öl ist auch noch genug drauf. Aber wir haben immer 2 Liter Öl hier. Für den Stromgenerator, für die Schneefräse und für den Holzspalter. Den Holzspalter hatte ich ja gerade im Gebrauch. Auch der ist komplett befüllt. Den brauchen wir im Winter ja auch, weil wir im Winter schon anfangen mit dem Holzspalten. Meistens so im April spätestens. Jedoch, wenn vorher schon Fächer leer sind, dann füllen wir die eigentlich vorher schon auf. Wir haben noch 50 cm Stämme gesägt, die wir dann einfach anfangen zu spalten. So, und jetzt versuchen wir das gute Stück mal zu starten. Das war dann die Schneefräse, die ist soweit auch einsatzbereit. Riemen neu, Öl drauf, Benzin ist voll, funktioniert alles. Kommt erstmal wieder in den Schuppen. Das ist der neue Stromgenerator. Der alte war ja kaputt gegangen. Dann bin ich in Biltemar gefahren, habe dort 3000 Watt Inverter gekauft für 8.999 Kronen, also knapp 870 Euro. Und der läuft, den haben wir natürlich jetzt auch getestet. Ich kann hier mal gerade anschmeißen. Öl ist frisch drauf. Also, alles gut bei dir. Ja, der Stromgenerator hat die übliche Ausstattung. Kann parallel geschaltet werden, 2 Steckdosen. Und war bis jetzt auf jeden Fall sein Geld wert. Läuft ohne Probleme. Ja, neben den 5 Liter vorgemischten Benzin für die Kettensäge, alle Geräte aufgefüllt, 20 Liter Diesel in Reserve, haben wir hier immer noch 20 Liter Benzin, die auch immer hier parat stehen, wenn der Winter anfängt, und für alle Geräte Zündkerzen und Öl hatte ich ja schon gezeigt, also alles was man braucht, ist immer alles hier oben für die Kettensäge, Ersatzkette, die alten werden jetzt wieder geschärft. Für das kleine Schwert ebenfalls eine Ersatzkette und eine Kette, so dass wir eigentlich relativ gut vorbereitet sind, wenn hier irgendwie was daneben läuft. Und dann würde ich euch jetzt mal noch drinnen zeigen, was wir drinnen alles so haben, und dann sehen wir uns gleich drinnen wieder. Check. Ja, mit den Vorbereitungen für den Winter, das ist eigentlich von den Lebensmitteln her nichts Besonderes. Es sind jetzt nicht die Leute, die hier für Wochen irgendwelche Lebensmittel im Vorrat haben. Wir haben gewisse Dinge immer da,
10 Liter Milch sind immer da. Dann haben wir hier eingekochte Steinpilze, die mit Speck angebraten worden sind. Da haben wir noch ein paar Gläser von da. Marmelade. Antipasti, in dem Fall Pfifferlinge. 5 Kilo Kaffee haben wir immer da. Und hier ein paar eingekochte Früchte. Mehl in verschiedensten Varianten. Im Normalfall backen wir unser Brot selber. Dafür dann halt die Körner. Und wir haben hier oben noch die verschiedenen Gläser stehen. Vanillemilch, Zucker, Kakao, Bananenmilch, Reis, Mehl, Paniermehl, getrocknete Pilze. 2 bis 3 Kilo Nudeln haben wir hier immer im Vorrat. Und ansonsten so das, was jeder auch zu Hause hat. Gewürze, Dosenwurst und so weiter. Also wenn die Welt untergeht, dann geht sie mit uns unter. Wir sind jetzt nicht die Leute, die stundenlang oder wochenlang hier irgendwelche Lebensmittel horten. Ein paar Sachen hatte ich noch vergessen aufzuzählen, die wir hier auch immer am Start haben, sozusagen für den Winter. Zum einen haben wir immer eine Propangasflasche als Ersatz da. Sobald eine leer ist, holen wir eine neue. Aber eine bleibt immer als Ersatz hier, falls es mal irgendwie nicht möglich ist, hier wegzukommen, dass wir kochen können und so weiter und unsere Heizung betreiben können. Dann haben wir noch verschiedenste Seile, Haken, Schäkel und alles so, was man braucht, um Bäume oder auch andere Autos oder sich selber mal aus dem Graben zu ziehen, was immer mal ganz schnell passieren kann, wenn es hier total vereist ist. Und die Wege werden ja nicht gestreut oder so, sie werden nur geschoben, und wenn es dann anfängt zu tauen und wieder überfriert, ist es eine reine Eisbahn. Wir haben eine Seilwinde, eine 12 Volt Seilwinde, die sowohl mit dem Trecker als auch mit dem Auto betrieben werden kann. Die kann man an eine Anhängerkupplung hängen oder halt vorne irgendwo festmachen. Oder eine Abschleppöse, gibt es verschiedene Varianten. 50 Meter Seil, wo man dann noch eventuell mit Umlenkrollen einen Hebel hat. Das sind also die Dinge, die ich jetzt nicht rausgesucht habe, aber die wir auch immer hier haben. Und das sind also Dinge, die man hier eventuell mal brauchen könnte. Ja, mit dem Brennholz ist es so, wir haben aktuell ungefähr 20 Kubik getrocknetes Holz. Wir wissen nicht, ob das für den Winter reicht, weil es ist ja unser erster Winter, den wir hier komplett verbringen. Sonst waren wir ja immer nur wochenweise oder monateweise hier. Diesmal ist es ja quasi der ganze Winter. Wir haben noch Reserve, und zwar, dass wir noch ungefähr 10 Kubik spalten können, die getrocknet sind. Ich denke, so wird es auf jeden Fall reichen. Ja, bei dem Lebensmittel ist es halt so, wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist nicht so, dass wir für Wochen oder für Monate hier Lebensmittel im Haus haben. Wir können hier ohne Probleme, sag ich mal, eine Woche ohne Einkaufen überstehen, mit manchen Dingen auch länger, wenn man sich ein bisschen einschränken würde. In einigen Sachen haben wir vielleicht mehr, wie beim Kaffee oder beim Mehl oder sonst irgendwas, aber es ist nicht so, dass wir jetzt hier so einen riesen Vorrat haben, und wir kommen damit klar, und nach ein paar Tagen kommt man hier immer wieder weg. Ja, das Schneeschild hinten am Heck vom Traktor habe ich die Tage schon montiert. Hatte ich ja den Traktor auch erst im Sommer gekauft, musste ja erstmal selber gucken, wie das funktioniert. Ist jetzt aber angebaut und somit steht dem auch nichts im Wege, damit wir den Weg hier selber räumen können. Na, Pummel. Musst du auch Schnee schieben? Beim Traktor ist es so, da wir den ja im Sommer erst gekauft haben, ist quasi das Öl kontrolliert. Der Tank ist mit 40 Liter befüllt. Wir haben aber noch 20 Liter immer in Reserve hier, Diesel. Und Servoöl ist auch frisches drauf. Und da haben wir hier einen Liter Ersatz. Den braucht man immer mal. Und ich werde jetzt gleich mal die Batterie einsetzen und dann mal gucken, ob er startet.
der Traktor läuft auch. Schild geht hoch und runter, vorne geht hoch und runter. Ich werde den bei Gelegenheit noch hier mit einer Plane zu machen, damit es da nicht mal reinschneit. Und ansonsten sind unsere Vorbereitungen für den Winter jetzt abgeschlossen. Es ist alles startklar, die Batterie nehmen wir wieder raus. Die bauen wir nur ein, wenn wir den starten. Und ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns. Schöne Grüße aus dem schwedischen Wald.